Hallo Leute, willkommen beim LS19 Buckeln im Falkental. Begleitet mich bei meinen Abenteuern vom mittellosen Greenhorn zur erfolgreichen Landwirtin in dieser wunderschönen Berglandschaft. Dies ist Teil 26. Jo, es ist früh am Morgen und die Wolken sind ziemlich dunkel heute. Hoffen wir mal, dass es nicht regnet. Hier mein wunderbarer Fuhrpark auf meinem noch nicht mein Hof. Aber immerhin darf ich es hier schon mal abstellen. Ich würde sagen, wir gucken mal nach neuen Aufträgen. So, und ich wollte noch was gucken. Nämlich, ich liebäugel ja damit, dieses Feld zu kaufen, eventuell sogar bevor ich diesen Hof kaufe, denn so ein Feld wäre ja produktiv, damit kann man ja Geld verdienen. Mit dem Hof kann man eher kein Geld verdienen. So, kostet 110 Euro, ich habe 111, da will ich, glaube ich, erst noch mal ein paar Euronen verdienen, zumal das, gucken wir mal, gerade gar nicht angesät ist. Die Kartoffeln wurden wohl runtergeerntet. Aber ich habe, glaube ich, noch keine Sämaschine. Sollte ich mal überprüfen. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Und dann könnte ich es gar nicht ansehen. Jetzt gucken wir mal. Eventuell kriege ich einen Auftrag zum Ansehen. Und dann könnte ich es vielleicht kaufen. Mal gucken. So, Feld 27, da wächst... Oh nein, da wachsen jetzt Zuckerrüben drauf. Und das dauert noch bis morgen. Na prima. Zuckerrüben. Oh. Naja, vielleicht kann ich das ja mit Mietgeräten machen. Aber das ist traurig. Sehr traurig. Feld 48. Sojabohnen. Es ist auch fast nichts reif, also so meine Ernte-Auftragsgeschichte, da läuft gerade nicht viel. Feld 25, diese beiden hier. Und was für Baumwolle. Macht bei so einem kleinen Feld gar keinen Sinn, weil man nicht mal einen Ballen voll kriegt, dann hat man keine Ernte und der Auftrag platzt. Gerste, das würde gehen. Feld 12 und Feld 25 Sonnenblumen. Haben wir schon ein Maisgebiss? So, gucken wir mal, was es so gibt. Jo, Transportaufträge kann ich aktuell noch gar nicht machen. Feld 25. Ist da oben, dieses klitzekleine. Ich guck mal kurz, ob ich schon ein eigenes Maisgebiss habe. Nee, sieht nicht so aus. Tja, will ich mir eins kaufen? Das frisst dann den ganzen Gewinn von dem Auftrag auf. Und ich will ja vielleicht ein Feld kaufen. Gucken wir mal weiter. Also, den nehme ich einfach mal mit ausgeliehenen Geräten an. Ja. Ja, bringt zwar nicht viel, aber ist besser als gar kein Auftrag. Sehen. Da wäre Feld 21 interessant, weil ich das kaufen will. Ja, Feld 21. Aber da gibt es keinen Seeauftrag. Tja. Dann mache ich vielleicht jetzt erstmal den und schaue dann weiter. Gut, meine lieben eigenen Geräte. Ich gehe jetzt zu den Gemieteten. Ist natürlich blöd, aber nun ja. Das, wo ich hier den schönen Rosselmarsch gemietet habe. Aber vielleicht kommt der ja heute noch zum Einsatz.
zu. Ah, das ist hier dieses winzige Feld. Tja, da kann ich jetzt sogar noch nicht mal einen Helfer gebrauchen. Aber der Benny schläft sowieso gerne etwas länger. Trapp, 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 trapp. So. Das ist natürlich schon ein sehr publicher Auftrag. Aber besser als gar keiner. Wenn ich erstmal eigene Felder habe, dann habe ich immer gut zu tun. Kann auch selber festlegen, was ich anbaue. Aber dann brauche ich auch unbedingt eine Sämaschine. So, ich guck mal kurz. Der Weg da hoch. Na, ist schon am besten hier entlang, glaube ich. Obwohl, nö, da ist kürzer. Also biege ich hier schon ab. Ah, das auf meinem Lieblingsfeld Zuckerrüben angebaut. Sowas aber auch. Da werde ich dann tagelang beschäftigt sein, ohne meinen schönen Rostzellmarsch nutzen zu können. Sehr frech von dem Besitzer. Naja, oder ich lasse den Auftrag dann sausen, also wenn es mal soweit ist. Und hoffe, dass es genügend andere Aufträge gibt. Es gibt ja noch ein paar mehr größere Felder. So. Erinnerungsbildchen. Ja, so ist es natürlich besser beleuchtet. Für den publichen Auftrag. Hatte ich hier nicht kürzlich schon mal einen Auftrag auf diesem Feld, wo ich dachte, ach, das ist ja gar nichts. Und dann war ich damit aber einen ganzen Vormittag beschäftigt. Das kann jetzt natürlich wieder passieren. Also ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas war kürzlich mal. Und es war vielleicht dieses Feld. Oder eins in der Nähe. Wenn das jetzt, sagen wir mal, Weizen wäre, dann könnte ich das mit dem Rostzellmarsch in einem Wimpernschlag abernten. Naja, nicht ganz, aber zwei, drei Wimpernschläge. Zack, zack. Und
alles runtergeholt. Und ich könnte noch Stroh ernten. Nun ja, was nützt das Jammern? Ich hoffe immerhin, dass ich hier mit den Sonnenblumen dann noch ein paar Euronen extra machen kann. Aber für eine Sämaschine reicht es dann bestimmt noch nicht. Und wenn ich Pech habe, wird auf dem Feld, das ich kaufen will, Zuckerrüben angebaut. Oder Baumwolle oder Zuckerrohr. Ich glaube, Zuckerrohr wird eigentlich selten oder nie automatisch angebaut. Aber Baumwolle schon öfter mal. Nun, mit dieser Nuckelpinne ist das direkt ein mittelgroßer Auftrag. So. Vielleicht gönne ich uns ein bisschen Musik. Mal gucken. Na, dann fällt es doch gleich etwas leichter. Setzen wir uns mal rein. Ich meine, dieser kleine Rostzellmarsch, der ist ja eigentlich ein ziemlich neues Gerät. Ganz anders als der New Holland. Gucken wir uns mal um. Oh, da kann man so eine Vesper-Tüte reintun. Und da kann man die Sonnenblumenkerne sehen. Super. Oh, der Beifahrersitz ist aber ziemlich spartanisch. So, weiter geht's.
Da würde mich mal ein Preisvergleich interessieren. Also in echt, meine ich. Ob man mit so einem kleinen Rostzellmarsch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wenn man so einen kleinen Mähdrescher kaufen will. Könnte ich mir schon vorstellen. Und wenn ich hier so tue, als sei das irgendwie ein kleiner Rasenmäher, mit dem ich hier jetzt fahre, dann wäre das bestimmt ganz anders, wenn ich dem in echt gegenüberstehen würde. Weil ich wette, das ist in echt ein ziemlich großes Gerät. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob es in der Nähe so Landwirtschaftsmessen gibt. Also jetzt dieses Jahr bestimmt nicht, da werden ja alle Messen abgesagt, aber ja, irgendwann wird es wieder Messen geben. Irgendwann gibt es auch wieder echte Live-FarmCon. Vielleicht fahre ich da dann mal hin. Ich bin zwar mehr so der eigenbrödelnde Zuhausehocker und grusel mich vor Menschenmassen, aber für so eine FarmCon könnte man ja vielleicht mal eine Ausnahme machen. Also wenn ich was irgend unbedingt will, dann geht's auch mal mit vielen Leuten. Das ist dann so Augen auf und durch. Aber auch daran ist ja dieses Jahr gar nicht zu denken. So, die Kreise werden hier schon kleiner. Wald macht im Kreisfahren nicht mehr viel Sinn. Ich steige wieder aus. Oh, ist schon noch ein Stückchen. Aber ich glaube, die schmalen Kanten werde ich jetzt nicht mehr abfahren, sondern zum Wenden nutzen. Oh, gleich ist er voll.
Ich glaube, ich sollte mir bald ein eigenes Maisgebiss kaufen. Erst ein kleines und dann später auch ein großes für den Ostseemarsch. Aber jetzt möchte ich ja dieses Grundstück gerne kaufen. Es ist voll. Und dann holen wir mal den Anhänger. Okay. So. Schön ausklappen. Und dann hüpfen wir hier mal hin. So. Ah, ihr habt mich übrigens auch gefragt, was ich hier eigentlich treibe in diesem Let's Play. Ist ja auch schon eine Weile her, dass ich damit angefangen habe. Und dass das so klar war. Also, dies hier ist nicht wirklich ein Lohnunternehmen, was ich hier mache. Sondern ich habe hier mit 0 Euronen angefangen. Ohne Grundstück, ohne alles. Und verdiene mir jetzt mit allen vorhandenen Möglichkeiten Geld, um einen eigenen Hof aufzubauen mit eigenen Feldern. Und wenn man gar nichts hat, dann sind natürlich Lohnaufträge am besten oder erstmal die einzige Möglichkeit. Und darum läuft es aktuell eher wie ein Lohnunternehmen, aber das soll es auf Dauer nicht bleiben. Ich werde dann also so bald wie möglich dieses Feld 21 kaufen und dort schon mal selber anbauen. Das ist dann schon der erste Schritt in eigene Landwirtschaft. Und jo, wenn ich genug Geld für den Hof habe, der kostet irgendwie 330.000 oder so, ohne Gebäude, nur das Grundstück, dann werde ich das auch machen. Also den kaufen meine ich. Ich habe überall geguckt, ob man vielleicht irgendwo noch einen netten Alternativhof für weniger Geld bauen könnte, aber so richtig habe ich eigentlich nichts gefunden, muss ich sagen. Also es gibt so ein kleines Eckgrundstück, aber das würde mir nicht reichen. Und dann gibt es dieses pfeifenförmige Grundstück, mit dem ich ja erst geliebäugelt hatte. Ich zeige euch mal, welches ich meine.
Tipp, 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 tipp. Also hier ist der Hof, den ich kaufen will. Und das pfeifenähnliche Grundstück ist dieses hier mit ein bisschen Wald am Bach entlang. Und hier hat es einen kleinen Hofplatz. Aber das ist auch nichts, was ausreicht komplett für einen Hof. Es ist auch ein bisschen ab vom Schuss. Und die Bäume sind nicht sehr ergiebig, die da stehen. Man könnte vielleicht da mit viel Arbeit die Kosten von dem Grundstück wieder reinkriegen. Aber in der Zeit kann ich dann ja keine Aufträge machen, wenn ich Bäume fälle. Und darum habe ich mich da erstmal dagegen entschieden. Weil das könnte ich mir zwar schneller kaufen als das große Hofgrundstück, aber dann hätte ich immer noch keinen richtigen Hof. Sondern irgend so ein Kompromissgrundstück. So. Gut, ich denke, ich mache hier mal dieses Feld fertig. Und dann sehen wir uns wieder. So, das war's. Dann wollen wir das mal abliefern. So, gucken wir mal, wo das hin muss. Zur Diebold Group. Und der Preis für Sonnenblumen ist bei der Diebold Group am besten. Na, was wollen wir mehr? Können wir einfach hier lang? Ich glaube ja. Ja, ja. Na, da haben wir mal Glück gehabt. Und wir haben nicht mal den ganzen Vormittag gebraucht. Nicht mal den halben. Aber so eine Sämaschine ist ja nicht so ganz billig. Also wahrscheinlich kann ich mir die dann immer noch nicht leisten. So, jetzt schauen wir erstmal, wo kriege ich eine dunkle? Da. Und 3446 ist dazugekommen. Das ist eigentlich ganz okay. Dann steige ich hier mal kurz aus und schließe den Auftrag ab. So. Jawohl. Gut. Und jetzt ist noch nichts dazu gekommen. Ich guck mal, ob wir hier neue Verträge kriegen. Okay, einen neuen Ernteauftrag und Seeaufträge gibt es, aber nicht für Feld 21. Das ist bedauerlich. Und der Ernteauftrag. Okay, das können wir mit dem eigenen Gerät machen. Jetzt gucken wir mal. Da habe ich mir die Feldnummer gemerkt. Nein, 39. Da. Ja, das ist nicht optimal, aber das geht noch. Es ist nicht weit. Da nehme ich dann den Rosszellmarsch und fahre da zweimal drüber. Zack, zack, zack. Die vielbeschworenen drei Wimpernschläge. Das machen wir mal. Mit eigenem Gerät. Vertrag akzeptieren.
Aber das machen wir natürlich nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!